der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Ich begrüße Sie heute im Hofbräuhaus. Und neben mir steht ein glücklicher Wirt, ein ganz ein glücklicher Wirt, weil er hat etwas zurückbekommen, das da nämlich, was er seit Jahren vermisst hat, oder Herr Sperger? Nein, nicht wirklich. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass das gibt. Dann erzählen Sie mir, was hat es denn mit diesem Krug auf sich? Eine Amerikanerin war hier 1965 und hat einen Maßkrug mitgenommen nach Amerika. Diesen, genau den. Und den hat sie jetzt die ganze Zeit daheim aufbewahrt für uns und jetzt hat sie ihn uns zurückgeschickt. Mit dem Hinweis, dass sie den ausgeliehen hat, sozusagen, weil sie hat eine wilde Zeit gehabt und ein paar schöne Abende im Hofbräuhaus. Und daraufhin hat sie den Maßkrug mitgenommen und jetzt hat sie sich an diesen schönen Abend im Hofbräuhaus wieder erinnert und schickt uns den Krug wieder zurück. Nett, oder? Ich darf es Ihnen nicht glauben, wenn Sie es nicht in der Hand hätten. Es ist wirklich wahr. Bis wann waren denn diese Krüge hier im Einsatz? Dazu? Ja, das lesen wir gleich. Ja? Aber bis wann wären solche Störkrüge denn hier im Einsatz gewesen? Haben Sie es noch miterlebt? Nein. 1972 zur Olympiade haben sie die Störkrüge abgeschafft. Da sind auch diese Maßkrug-Tresore entstanden. Und dann wollte die Stadt München eigentlich mehr Transparenz haben fürs Bier und deswegen haben sie Glaskrüge eingeführt. Wichtige Frage. Was machen Sie jetzt mit dieser Preziose? Was wird draus? Das ist ja eigentlich ein Stück, was letztlich im Münchner Biermuseum einen Platz finden sollte, oder? Geben Sie es aus der Hand? Wir haben ja eine eigene Sammlung. Also wir sammeln alle Dinge, die früher im Betrieb waren, wie alte Stammtischaschenbecher, so große, wo dann Stammtisch draufsteht, oder Maßkrug, Speiskarten, Plakate, ich habe sogar ein altes Delikator-Schild noch. So, und jetzt hat mein Vater schon angefangen zum Sammeln und ich sammle weiter und da in diese Sammlung kommt der Krug mit dieser Karte. Ja, wollen wir reinschauen. Also diese, nicht den Krug in die Karten. So, in die Karten. Ja, ist in einem Backerl oder was? War also ein Paket gekommen und wie war das genau? Ja, der Zoll hat uns angeschrieben, dass ein Backerl aus Amerika da ist und wir sollen es holen, weil die müssen dann gemeinsam geöffnet werden und so. Und dann haben wir ihn geholt. Und dann war der Krug drin. Und diese Karte, wo die Frau schreibt, I took this beer stein from your establishment the summer of 1965 when I was young, reckless and inconsistent. Reckless hat ganz die Knochen zum. Ja, ruhelos. Genau. I'm sorry, I didn't need get it back to you sooner. Hopefully it arrives in one piece. Celeste. Also die Celeste hat Angst gehabt, dass er auf dieser langen Reise um die Welt zu Bruch geht. Aber das ist das super Qualitätszeichen für die Krug, dass die selbst bei einer praktisch fast ganzen Erdumrundung nicht kaputt geht. Eigentlich sollten sie Steinkrüge wieder einführen. Ja, wir haben ja, und für unsere Stammgäste haben wir ja Störkrüge. Für die Stammgäste? Ja. Aber wenn das jetzt praktisch dann Schule macht und sie dann von überall auf der ganzen Welt Steinkrüge erreichen. Hoffentlich. Dann könnten Sie irgendwann mal wieder für alle Gäste den im Störkrug ausschränken, oder? Ja, wenn wir genug kriegen, dann machen wir das wieder. Haben Sie versucht, zu dieser Dame Kontakt zu bekommen? Weil eigentlich so ein kleines Dankeschreiben, weil ich vermute, dass die fürchterlich schlechtes Gewissen hat. Man müsste ihr das schlechte Gewissen nehmen. Verstehen Sie das? Ja, deswegen sage ich ja, sie hat sich nur ausgeliehen. Aber auf sowas kann man natürlich nicht antworten mit einem Standardbrief oder so. Da muss man sich genau überlegen. Wir werden ja einen Antwortbrief schreiben, vielleicht ein paar Bierzeichen dazu geben. Also wir haben so Metallbierzeichen oder irgendein anderes passendes Geschenk. Also da muss man schon adäquat antworten auf sowas. Ja, jetzt was vielleicht die Leute noch interessiert, wie viel Krieg werden denn bei Ihnen mittlerweile so, wissen Sie es im Jahr, mitgenommen? Also jetzt nicht von den alten Störkrügen, sondern von den neuen Glaskrügen. Also ich weiß, dass wir so ungefähr 30.000 im Jahr einkaufen. 30.000? Im Jahr. Dann rüsten Sie praktisch jedes Jahr eine Kleinstadt mit Maßkrug aus. Ja, genau. Aber die werden ja nicht alle gestohlen. Ein Teil fällt an wie im Betrieb. Okay. Ein anderer Teil wird aussortiert, weil er verkratzt oder nicht mehr schön ist. Und ein Teil wird auch mit heimgenommen. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil eigentlich ist es doch schön, wenn der im Küchenregal einen Hofbräu-Maßkrug hat, dann werde sich ja daran erinnern, wenn er das nächste Mal Bier gekauft, wo er das gute Hofbräubier getrunken hat. Ja, ich glaube, dass das ganz automatisch passiert. Weil da passiert viel im Unterbewusstsein. Wenn man also, was weiß ich, dann zum Auto geht und am Regal vorbeiläuft und ein leichtes HP-Zeichen raus, dass man dann automatisch
einen richtigen Träger hier lang den Getränke-Großhandel. Hoffentlich, oder? Hoffentlich. Ja, 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 unsere Brauerei wird sich freuen. Ja, aber Sie sollten sich ja freuen, verstehen Sie? Weil ja. Für Sie als Wirt war es eigentlich wichtig, dass die Leute daherkommen, oder? Ja, genau. Aber die kommen ja. Zum Glück brauchen wir uns da nicht beschweren. Okay. Jetzt gehen wir noch kurz ein paar Schritte zurück, weil hier, Damen und Herren, ist auch was ganz Interessantes. Das sind jetzt Einrichtungen, die sollten das eigentlich verhindern, dass Krieg mitgenommen werden. Ja. Sogenannte Bierkrug-Safes. Wie lange gibt es denn die bei Ihnen schon? Die sind dann eingeführt worden, zur Olympiade davor, weil die Stammgäste haben zur gesagt... Zur Olympiade mir, davor war 36 gewesen. Oh, nein, 71. Nein, weil die Stammgäste haben gesagt, wir wollen unsere Krieg haben, weil die Ton, also die salzbrennenden Tonkrieg haben natürlich besondere Eigenschaften, die halten die Kohlensäure lang drin und sie isolieren besonders stark. Das heißt, die haben fürs Bier schon eine gute Eigenschaft und die wollten die behalten. Und dann hat der damalige Wirt das erfunden und hat gesagt, ihr könnt euch euren Mask da einsperren. Und so ist das entstanden. Und heute haben wir insgesamt 693. Sie sind ja, haben von Feuerzeit hier als kleines Kind im Haus groß geworden. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man in einem Hofbräuhaus aufwächst? Kann sie überhaupt, oder haben sie da Reiterfinde schwimmen? Oder war das nicht dort mal streng verboten, dass also Kinder sich an alkoholische Getränke weiter als 15 Meter nähern? Damals hat es weit nicht so viele Verbote gegeben wie heute. Okay. Also ich war 11 Jahre, wie ich da reingekommen bin, mit meinen Eltern. Und da war eigentlich alles Mögliche. Da haben wir da draußen an der Treppe, wir stehen ja da so vor dem Biergarten, und da ist eine Treppe, da sind wir mit dem Semikistl runtergerutscht, mein Bruder und ich, über den Treppenabsatz gekupft und kein Mensch hat was gesagt. Weil wenn wir uns weh haben, dann waren wir selber schuld, so ist es halt. Habt ihr noch einen Bockfotzen vom Papa gekriegt, oder? Ja. Stell dich nicht so blöd um. Ja, genau. Aber das war schon eine schöne Zeit, ja, da aufzuwachsen, weil das war ja für uns ein großer Abenteuerspielplatz. Und hat man da Kontakte dann zu den Stammgästen gehabt? Als Kind meine ich jetzt? Oder nein, ist das nicht passiert? Na, weniger. Also natürlich habe ich das Kind und so, aber ich war ja auch nachts nicht in dem Wirtshaus da. Ja. Oben drüber ist die Wohnung, da haben wir gewohnt. Ich habe zum Beispiel das Kind von meinem Vater immer, ich war ja kein Wirtssohn, sondern ein Lehrersohn, ich habe mit meinem Vater immer Weißbier im Krug holen müssen im Sommer, da hat er Weißbier drunter. Und dann bin ich immer zum Wirt gegangen, dann hat er den Krug voll gemacht und ich habe dann ungefähr eine Viertelstunde immer diesen Geruch vom Weißbier in der Nase gehabt. Das hat mich schier verrückt gemacht. Und den Geschmack noch, oder? Nein, das habe ich mir dann doch nicht traut. Und wo sind Sie aufgewachsen? In Vierholzen. Das ist bei Freising, der Vater. Aber dieser Biergeruch, der ist ja sowas Verführerisches, auch für Kinder. Ne? Nein, das war bei mir nicht der Fall. Nein, Bier hat mir nicht geschmeckt, bis ich 16, 17 war. Und dann, wie ich dann mein Kochlehrer gemacht habe, dann hat mir auch das Bier geschmeckt. Aber da war ich schon 18. Okay. Damen und Herren, das ist der Krug, der zweimal den Ozean überquert hat, den Atlantik. Ich finde das so toll. Schöne Geschichte. Ja. Es ist wirklich schön. Weil ja. Man kann es nicht erfinden, verstehst du? Es ist eine Geschichte, die das Leben schreibt, oder? Ja, ist echt so. Gell? Ja? Deswegen ist es auch wert, dass wir es erzählen. Ja, klar. Jetzt machen wir eine kleine Pause, Damen und Herren. Da möchte ich noch jemanden vorstellen, der auch einen gewissen Bezug jetzt weniger zu dem Krug hat, sondern zu den Leuten oder zur Umgebung, zur Nachbarschaft von der Dame, die sich diesen Krug ausgeliehen hat. Aber dazu gleich mehr. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder in der Schwemme des Münchner Hofbräuhauses. Und ich habe das, es ist Wahnsinn, man hat manchmal so als Journalist Sternstunden. Da hat man das Gefühl, Herr Ranzinger, dass sich der Mantel der Geschichte um einen legt. Dass alles einen Sinn ergibt. Weil dieser Mensch, der war wohl möglich Nachbar von dieser Dame mal gewesen, weil er in der Gegend praktisch nicht nur gearbeitet, sondern auch gelebt hat. Ja, richtig. Ich habe meine Jugend in den USA verbracht, ganz in der Nähe von Washington D.C. Und da gibt es den Bundesstaat Maryland. Und den Krug, den wir da zurückgeschickt bekommen haben, der stammt aus der Nachbargemeinde tatsächlich, wo ich gewohnt habe. Und das ist also lustig. Und die ganzen US-Amerikaner, die reisen damals schon, Ostküste, reisen wahnsinnig gerne nach Europa, nach Deutschland. Ja klar, und dann kommen sie nach München und gehen dann natürlich ins Hofbräuhaus. Herr Sperger, unsere wichtigste Frage, was ist jetzt genau passiert? Eine Frau, die 1965 bei uns Gast war, aus Amerika kommend, hat bei uns einen Maskrug ausgeliehen
Und den hat sie uns jetzt wieder zurückgeschickt in einem Stück und hat uns eine Karte dazu geschrieben, in dem sie sich eigentlich entschuldigt, dass sie den Maskrock mitgenommen hat. Aber es war eine wilde Zeit. Und auf alle Fälle haben wir den Maskrock jetzt wieder zurückgekriegt und haben uns närrisch gefreut darüber. Ist es vorstellbar, dass diese Dame ein Leben lang das schlechte Gewissen geplagt hat? Ja, also sie kennen ja die Menschen. Was sind das für Leute? Ich glaube, also ich hoffe, dass sie nicht das allzu schlechte Gewissen geplagt hat, sondern eher, dass sie einen so schönen Abend hier verlebt hat vor 55 Jahren, dass ich dachte, mei, das war so schön, den Krug habe ich noch, jetzt schicke ich ihn zurück. Aber ich kann mir schon vorstellen, wir haben das Ende des Jahres bekommen, 27. Dezember hat sie ihn losgeschickt, jetzt ist er angekommen, dass sie vielleicht schon irgendwie so reinen Tisch, so zum Jahresende, dass man überlegt, was war gut, was war nicht so gut, und dann hat sie reinen Tisch gemacht. Oder dass es halt so eine Mischung war aus schönen Erinnerungen und einem schlechten Gewissen, die Erinnerungen verblassen langsam und der Krug steht über dem Kamin. Ganz genau so ist es, ganz genau. Ja. Und nachdem es in den USA jetzt dann doch nicht so einfach ist, ein gutes Hofbräubier zu bekommen, um den zu füllen, dachte sie sich, mei, ich schicke ihm seine ursprüngliche Bestimmung wieder zurück. Dann müsst ihr jetzt dann nach Las Vegas fahren, oder? Gibt es in Cincinnati mittlerweile auch Brauerei? Es gibt auch in Pittsburgh eins, also es gibt schon in den USA welche, aber ob die an das hier rankommen, weiß ich eher nicht. Die haben ja keinen Vergleich. Verstehen Sie? Das ist ja das Glück von der Brauerei, dass die da drüben in HB draufsteht, das ist ein Glauben. Ne? Das ist vollkommen richtig. Ja. Und mit dem Bier vor Ort, ich glaube, das können wir gerade noch aufnehmen. Und was wird mit diesem edlen Teil jetzt passieren? Der kommt in unsere Museumssammlung. Wir haben so eine Sammlung angelegt, wo wir verschiedene Gegenstände aus dem Hofbräuhaus sammeln. Und dort kommt der auch mit rein. Das muss ja für Sie super schön gewesen sein, als Sie das gehört haben, dass da von da drüben jetzt mal so ein Gruß praktisch rüberkommt, oder? Absolut richtig. Und das Tolle ist eigentlich so, alle Mitarbeiter hier, ich meine, man erlebt das tagtäglich. Und wie oft geht so ja, der Alltag im Alltag wiederum unter. Und das sind dann solche Highlights, wo wir sagen, weil schön, das freut uns. Und das zeigt auch, ja, was manche Gäste, die hierher kommen, was die mitnehmen, wenn die vom Hofbräuhaus von München wieder nach Hause gehen. Jahre später, Jahrzehnte später immer noch die Erinnerung. Ja, also schon was sehr, sehr Feines. Erst einmal habe ich mich gefreut. Ich habe das erst einmal geglaubt, alles, und es ist ja auch so. Habe ich mich gefreut, dass es sowas gibt und dass sowas möglich ist, dass jemand nach so langer Zeit sich so ans Hofbräuhaus erinnert und uns den Maskrock zurückschickt. Eigentlich kann er ja nur eine positive Verbindung gehabt haben. Aber der Krug an sich ist schon wertvoll an sich und steht dann für diesen Abend. Sag ich immer, ein Besuch in München ist wie ein Besuch in einem Museum für einen Amerikaner und im Hofbräuhaus ist ganz besonders, oder? Die sind immer völlig baff, was hier die Geschichte. Ich meine, es ist ja wirklich alles echt. Wir setzen ja nichts auf. Wir leben ja hier die Wirtshaustradition, den Alltag. Und das können gerade US-Amerikaner eigentlich gar nicht glauben. Und die kommen gerne her, die nehmen auch wahnsinnig viel mit. Das heißt immer so schön, wenn ein US-Amerikaner Deutschland hört, dann denkt er an Bayern. Und wenn ein Deutscher Amerika hört, dann denkt er immer an die USA. Und so haben wir beide jeweils Vorstellungen voneinander, die man wohl das ganze Leben lang mit sich rumträgt. Damen und Herren, jetzt für Sie der Nutzen, wenn Sie einen Menschen in den Vereinigten Staaten besuchen, einen Menschen, der Ihnen wirklich was wert ist, dann nehmen Sie eher mal einen Krug mit. Das muss nicht der Krug sein, wo HB draufsteht. Aber so ein Käferlor, der transportiert etwas. Und für einen Amerikaner ist das wahnsinnig wichtig. Weil dann hat er was daheim, wo er einfach dann ein Gefühl dazu kriegt. Dann denkt er vielleicht an München. Dann denkt er, dass er vielleicht erst noch hinfahren müsste, wenn er nicht da gewesen ist. Es ist auf alle Fälle schön und ein schönes Erinnern bzw. ein schöner Ausblick in die Zukunft. Schönen Abend wünsche ich Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.